So, und jetzt halte ich die Klappe, denn jetzt wird hier einer geehrt, der es mehr als verdient hat. Bitteschön.
genauso wie Hannes, der heute auch sein letztes Heimspiel quasi feiert und der quasi auch die Entwicklung des Clubs maßgeblich mitgemacht hat, der alle 6 Jahre dabei war und den ich auch 6 Jahre ins Herz geschlossen habe. Und natürlich, last but not least, Basti, der jetzt eine Wahnsinns-Rede gehauen hat. Und nicht nur in den 6 Jahren. Was hier unterm Dach hängt. So, da ist es nämlich. Da. Die 11 von Andi Seifert. Da oben unterm Hallendach. Komm, wir zeigen noch mal einmal kurz drauf. Da. Da oben. Da. Zack, da ist es. Ich weiß gar nicht, ob wir Mladen Drijančić jetzt noch kriegen oder nicht. Wir haben auf jeden Fall für Sie auch noch mal eine Grafik, die Andreas Seiferts Karriere noch mal perfekt auf den Punkt bringt. Da sehen wir sie. 337 BBL-Spiele, 53 Länderspiele, 6 Saisons bei Leni Bayreuth. Und nach diesem Jahr Pro A in Münster war dann also Schluss. Und der Coach ist dann jetzt auch schon auf dem Weg zu uns. Mladen kann mich hoffentlich hören. Mladen ist, glaube ich, ist immer schwierig in Bayreuth, was man hört und was man nicht hört. Es ist eine komische Gefühlslage, oder? Man verliert das Spiel, der Abstieg steht fest, aber dann sieht man hier, und das haben Sie ja nun auch aus der Ferne immer wieder, das sind ja die zwei prägenden Gesichter des Bayreuther Basketballs gewesen. Nicht nur Basti, den Sie jetzt gecoacht haben, sondern eben auch Andreas Seifert. Da kriegt man, glaube ich, trotzdem, auch wenn man ja selber mit ihm gar nicht hier in Bayreuth zusammengearbeitet hat, schon ein bisschen glänzende Augen, weil er eben ganz klar für diesen Verein stand, ne? Und sich das so verdient hat, dass er jetzt da ist. Das ist tatsächlich schade, dass er dieses Jahr auch nicht in den Bayreuther Trikot aufgelaufen hat. Und das ist einfach der Standort Bayreuth und der schätzt Ehrlichkeit und Einsatz für den Club und Ehrlichkeit auf dem Spielfeld. Und das ist verdiente Sache für den Seifert. Und freue mich für ihn und ich wünsche ihm alles Gute in neues weiteres Leben.